Ich mach jetzt die. Du, bist du bereit? Nein. Doch. Nein. Oh. Schweig. Schweig. Kenne deinen Platz und komm in die Discord-BÜ. Hätte mir nicht einer früher sagen können, wie bekloppt die hier alle sind. Ah, Scharmutta, du spielst einen Hund. Die drei geilsten Mädels in der Stadt haben aus. Bruder. Bitte. Lass die. Bruder. Jackie Cola hat gesprochen. Wirklich eine Person. Jackie Cola hat gesprochen. Die spielt mit 15 FPS. Bruder, die spielt mit 15 FPS und dance ein bisschen, Digga. Digga, die fette Qualle. Nein, ich will's gar nicht erst sagen. Ich will's nicht sagen. Ich kann das nicht mehr. Ich will das alles auch nicht mehr. Doch, doch. Ich will wieder auf den Server. Nein. Ich werde aufschneiden, oder dass ich an einer besseren komme. Mahmoud Abi. Mahmoud Abi. Wo bist du? Mahmoud Abi. Wo ist Mahmoud Abi? Mahmoud Abi? Ah, Mahmoud Abi. Abi, wie geht's? Chef, Frau, bitte, Ärztin. Ja, ich bin noch dabei. Bleiben Sie bitte hier draußen. Das ist mein Bruder. Entschuldigung. Ja, ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Ich muss nur zugucken, bitte. Ja. Jetzt gehen Sie bitte aus der ITS. Das ist mein Bruder. Ist kein Problem, ich störe nicht. Okay. Alles gut, keine Polizei. Alles gut, ich gehe. Ja. Bitte, das ist mein Bruder, ich muss hier warten. Die verstehen Sie mich doch. Das ist mein Herz, das ist mein Blut, das ist meine Seele. Das ist meine zweite Hälfte, wie Yin und Yang. Verstehen Sie? Ja, ist kein Problem, danke. Mahmoud Abi, du schaffst das! Bitte kommen Sie in 3 Tagen wieder, dann gucken wir uns das Bein dann nochmal genauer an, dann können wir auch die Schiene wieder entfernen. Komm mal in 3 Tagen wieder, ja? Komm mal. War nämlich das, was ich mich noch sagen wollte. Und dann dürfen Sie auch jetzt gerne gehen. Ja, Sie können ruhig gerne zu mir. Wie heißen Sie? Ich heiße Rose Hill. Rose Hill? Gut. Oh mein Gott. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ja? Sie dürfen gerne. Danke, Scharmutta. Schönen Tag noch, ja? Danke, gerne. Die sagt einfach Danke. Hallo. Arbeitet ihr zufällig beim Unicorn? Den in Weiß zum Beispiel meine ich jetzt. Oder die in Weiß. Strandbar? Sie auch? Sie auch, ja. Ist das eine Hundeleine? Ja, nein, ist keine Hundeleine. Das doch. Das ist eine Leine. Nein, ist kein Hundeleine. Willst du sagen, ich habe einen Hundeleine umhalten? Ja. Ja, und heißt er nur, weil ich kurz an Hosen tragen und Strümpfe, dass ich Unicorn arbeite? Und die Leine nicht vergessen. Ja, und das ist Stahl, mein Lieber. Also, dann ist dieser Trend irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich weiß ja nicht. Ja, das tragen man so. Wo denn? Ja, da wo ich herkomme, aus Moskau, mein Lieber. Nee, das glaube ich nicht, dass die dort so durch in der Birne sind. Ja, Moskau. Ja, hast du das gerade wirklich gesagt? Digga, wir haben 27. Oh, alles gut. Alles gut. Kann man die Kamera... Ich glaube, das bringt ja nichts mehr, viel, wenn du so denken über Frauen. Wieso über Frauen? Also, Bro, ist das deine Frau, oder? Ja, nein, ich bin nicht seine Frau. Also hat er dich nur gebucht? Diggi, jetzt lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster, Alter. Ach so, ich verstehe, du gibst dich nicht mit so einer ab. Okay, dann ist ja alles gut. Willst du mich verarschen, oder was? Ja, willst du mich verarschen? Warum sagen du sowas über eine Frau? Warum du sagst du zu mir? Warum? Ist man respektlos heute, ja? Ja, aber ist er. Bock, ne? Er sagt, ja, weißt du, so wie ich aussehe, ich sehe nicht anständig aus, er meinen. Bist du ihr Zuhälter? Das ist nicht mein Zuhälter, das ist mein Chef. Ich arbeite in Strandbar, mein Lieber. Ein anderes Thema oder so, ja. Ja, dann sag das mal deinen Freund. Sonst ich gleich mal deinen Freund. Das ist mein Bruder, das ist nicht mein Freund. Nein, bitte nicht. Den habe ich lange wachsen lassen, Süße. Ich glaube, du hast gar nichts im Kopf gewachsen. Doch, die Haare. Oh Gott, du kannst nicht denken. Oh mein Gott. Nicht so sauer, nicht so wütend. Ja, doch, ich bin wütend. Weil ich lasse mich ja nicht als billiges Stück bezeichnen. Aber warum kleidest du dich dann so? Und warum hast du dann auch die Kette da, diese Leine? Keine Ahnung, irgendwie so eine Pflicht. In der Schule, dass jeder gleich rumlaufen muss. Da ist die nächste mit. Entschuldigung? Wie viel? Dieser Mann sagen gleich wieder ganz schlimme Sachen. Wie viel? Wenn du die noch so blöd anmachst, Schlunge. Warum? Was, wie viel? Weil. Wie viel? Du musst ja nicht jedes Vibe anmachen, was ist los mit dir? Ich mach doch nicht jedes an. Nein, die habe ich nur gefragt, wie viel? Alles klar, pass auf, gebt euch jetzt ganze 10 Sekunden. Wenn ihr dann nicht weg seid, seid ihr wieder im MD. Verpisst euch jetzt. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen... Oha, also ganz ruhig. Wusste ja nicht, dass Unicorn-Mitarbeiterinnen so anstrengend sind. Und die Zuhälter erst recht, oh mein Gott. Ja, kannst du mal aufhören, so zu schreien? Scharmutter. Ja, was, klein Scharmutter? Ich mache aus dir gleich ein... Komm, geh ins Unicorn arbeiten, meine Süße. Dann ist alles gut.
ich war schon, alles gut. Hi. 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 Also das Auto muss ja nochmal repariert werden, ne? Einmal drin unter das Bennys Logo. Bitte, bitte kommt gleich die Frau, Digga, bitte kommt gleich die Frau. Ja, ja, ja. Achso, hier rechts, hier, ja, 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 ja. Ist doch rechts, oder? Ja. Ja, ja. Dann wahrscheinlich einmal die Vollreparatur. Wie, du machst das? Ja. Nein, 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 nein. Süße, na bitte der Mann, bitte der Mann, okay. Bitte. Boah, die lässt sich ja gar nicht provozieren, die lacht sogar. Die ist schon gewohnt, Digga. Ja, ja, die ist echt schon gewohnt, Alter. Krass, Junge. Ja, es ist ein bisschen besser, wenn das ein Mann repariert. Einmal irgendwie was zu schlecht gezogen oder so und dann weißt du selber so, weißt du, dann alles im Arsch. So was gibt's ja nicht. Ja, sicher, sicher. Ich vertraue da eher auf die Arbeit eines Mannes. Geh mal kurz raus. Ich bin jetzt gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Also nicht falsch verstehen so, ja? Alles gut, ich fühle mich diskriminiert, ist in Ordnung. Nein, nein, nein. Also wenn du halt möchtest, kannst du nochmal einmal drüber wischen oder sowas irgendwie. Das ist mein Job. Nicht? Nein. Was machst du denn dann? Nein, 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 nein. Ja, aber das gehört ja auch zum Job, nochmal drüber wischen alles und so. Männerarbeit ist halt eher einmal alles reparieren, Frauenarbeit einmal drüber putzen, vielleicht Kaffee anbieten an den Kunden und sowas. Nee. Luna, hat er dir schon irgendwelche komischen Fragen gestellt? Wieso denn komische Fragen? Indirekt, aber es ist in Ordnung. Nein, diskriminiere ich. Wie habe ich denn Frauen sexualisiert? Zum Beispiel die Jackie, die war schon mit dem Baseballschläger dann unterwegs. Oha. Ach, meinst du die mit der Hundeleine? Nein, hier bei uns sind Männer und Frauen gleichgestellt, was die Arbeit angeht. Aber ich habe da nicht so gute Erfahrungen. Also wie gesagt, ich will dich nicht beleidigen oder so. Warte, die arbeitet hier auch? Ja, natürlich. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Frauen? Nee, ja, nur das ist mir halt irgendwie unbekannt, dass Frauen Autos reparieren. Na, da ist doch unsere Hündin schon wieder. Oh Gott. Jackie, hast du einen Baseballschläger dabei? Ach, du Scharmutter. Ach, du Scharmutter. Ich schlag keine Frauen, hör doch auf. Ja, dann hör auf sowas zu sagen. Hör doch auf. Ich bums nur noch. Bitte, hör auf. Ah. Ah. Ah, du kleine Hu. Sie hat mich getötet. Ach, du Scharmutter. Ich hab aber, also warte, warte. Ich wurde gebannt. Hä? Geh mal zurück zu Brasco. Hä? Let's go up in den Discord. Bro, ich bin auch gebannt. Komm, Support. Okay, ich wurde einfach vom Discord gebannt. Ich bin noch nur auf das Aussehen ihres Charakters gegangen, Digga. Warum sind ihres, die denn so... Ihres Spielcharakters ja, hast du gegangen. Mit genau der Hundeleine richtig. Und sowas. So, das kannst du, Digga, in Real Life ist es doch auch so, Alter. Also bitte. Das ist komisch.